Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Aufstellung, ja! Ja! Verstärkung, Captain! Da ist Ihre Schwachstelle! Mehr. Runter auf den Grund! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Verdammt, bist du verrückt, Captain! Ich suche nach Roberts. Kommt bald zurück, die Crew wird schnell unruhig hier draußen. Captain im Wasser! Thank you.
Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cochrane. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cochrane und Burgess, die dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Ich tue, was ich kann.
auf! Thank you.
So was in Namen könnt ihr machen. Wir warten auf niemanden. Jetzt schwingt aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück. Was ihr sagen könnt, ihr Marden. Wir warten auf niemanden. Fenster eingepackt. Das Schiff setzt Segel.
Zeichen, Kreel. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König, nicht unser Land, die Templer. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? Im ehrbaren Dienst. Das Essen mager, die Heuer klein und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit, Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Und welcher Mann bei klarem Verstand würde Ersteres wählen? Nur die einzige Gefahr für uns Piraten, die zornigen Blicke jener ohne Glanz und Größe sind. Ha! Also, ich bin nun 6 Wochen unter Ort.
In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain. Ja! Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Oh, Mann, deine Beharrlichkeit schmeichelt mir. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld erkenne ich in dir einen Hauch von Genie. Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten westlich der Leeward-Insel, erhältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Schon komisch. Beim Skorbut ist die Heilung schöner als die Ursache. Aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilber. Da ist es schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu heilen. Denkst du über etwas nach? Die Menschen leben gerne nach einem Kodex oder Credo, nicht? Doch wenn's pressiert, folgen sie ihrem Instinkt und nicht den eigenen Regeln. Nur was hat man von einem Credo, wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten? Man fühlt sich vielleicht, als gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Dass die Menschen Schafe sind. Dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trinkt. Segle zu diesem Ort. Bring nur die, denen du traust.